Na, ein wunderschön. Ein wunderschön. So, jetzt haben wir Nebengeräusche heute wahrscheinlich nicht, oder? Weil haben wir direkt unser geiles Mikro dabei. Mhm. Heute geht es mal speziell um Felgen unserer Centerlocks, weil wir ja unsere eigenen Centerlocks haben. Ja? Perfektes Timing heute. Heute ist ein bisschen Hintergrundkulisse. Bei uns ist ganz schön was los, wie wenn wir auf der Motorshow in Essen wären heute. Aber gibt es ja nicht. Unsere Centerlocks. Man muss dazu sagen, unsere Centerlocks sind schwarz, also nicht das Grau. Das war eine Sonderanfertigung, haben wir extra so lackieren lassen mal. Unsere Centerlocks sind schwarz mit dem rot eloxierten Ring. Das ist eigentlich die Standardausführung für dieses Teil. Dazu haben wir, leider haben wir diese Ringe nicht mehr da, weil aktuell momentan einen kleinen Lieferengpass haben mit diesen Teilen. Deswegen bieten wir die auch bei uns nicht im Onlineshop an. Deswegen könnt ihr die bei uns ganz normal unter info@gepfeffer.com ordern, wenn ihr wollt. Wie gesagt, gibt es mit einem roten Ring, gibt es mit einem blauen Ring, gibt es mit einem schwarzen eloxierten Ring oder mit einem polierten Ring. Ja? Grau haben wir auch? Grau haben wir nicht. Also wir haben schwarz eloxiert, also schwarz eloxiert, rot eloxiert, dann haben wir blau eloxiert und dann poliert. Ja? Diese Option haben wir. Und der Centerlock ist immer schwarz mit OZ, ohne irgendwelche Porsche-Embleme oder sonst irgendwas, weil das nicht zulässig ist. Und dann haben wir natürlich diesen Adapterring noch, weil es gibt ja manche, die haben einen größeren Abdeckbereich für die Felge, weil manche haben einen riesengroßen Topf. Ihr müsst uns auf alle Fälle sagen, welche Felge habt ihr, welche Größe habt ihr, welchen Durchmesser habt ihr. Und am besten wäre noch, wenn ihr die Nabenkappe rausnehmt, dass ihr mal da misst und schaut mal, welchen Durchmesser ihr habt. Also, so. Dann haben wir den sogenannten Befestigungssatz. Der ist ganz wichtig, er steht aus zwei Teilen. Also wir haben zwei verschiedene Durchmesser, weil es gibt ja welche, die haben in der Mitte so einen kleineren Durchmesser. Dann braucht man bloß diesen Inbus, der da drin ist, zurückdrehen und dann kann man diesen äußeren Ring abnehmen und dann hat man zwei Durchmesser in einem. So, dann kommt der da rein und wird dann mit diesen Inbusschrauben, die ja sogenannte Maden-Inbusschrauben sind, jetzt habe ich den so schön reingekriegt, Maden-Inbusschrauben sind, da drin arretiert, ja? Und das Ganze wird dann einfach nur von außen eingeschraubt. Ja? So. Und das war's. Ja? In Schwarz sieht es natürlich dann besser aus, das ist klar, weil der ist jetzt der graue, der wo wir ja eigentlich offiziell gar nicht mehr haben. Ja? Und dann, wenn wir jetzt den reinnehmen, der ist jetzt der große Durchmesser schon draufgeschraubt. Manche Leute wollen ja das, dass der eher abschließt. Manche Leute wollen das, dass der da unten in der Versenkung ist. Ja? Das ist natürlich Geschmackssache. Ja? Von daher. Wir haben jetzt ein neues System noch entwickelt, das ist jetzt noch das veraltete System von der Befestigung her, weil da musste man diesen so reinschrauben quasi, das was ja immer noch der Fall ist. Und dann haben wir noch dieses Thema mit dem Bolzen in der Mitte, den geht es jetzt dann in Zukunft zum Rausnehmen, dass ihr diese Nabenkappe serienmäßig mit einer kleinen Aussparung rausnehmen könnt und dann könnt ihr das von vorne schrauben, weil immer das ein Riesenthema war, dass man, wenn man diese Centerlocks eingedreht hatte, irgendwann einfach ein Punkt war, wo man dann sagt, jetzt fängt es zu knacksen an. Beim nächsten Mal wolltet ihr das Ding wieder lose schrauben, dadurch, dass er sich hinten an dem Befestigungssatz eine sogenannte Konter- bzw. selbstsichernde Mutter befindet. Ja, hoffentlich kriege ich jetzt das Ding wieder raus. Davor war es fünfmal drin, jetzt kriege ich es nicht mehr raus. Ja. Da ist eine selbstsichernde Mutter drauf gewesen, dann hat sich das immer festgefressen und dann hat jeder Kunde immer mutiert, dass er ein Problem hat, den Centerlock wieder zum Runterkriegen. Da haben wir uns jetzt einen Gedanken gemacht, da haben wir gesagt, okay, das Teil reinschrauben, dann diesen Gewindebolzen, der wird dann vorher reingedreht und dann durch oben, das zeigen wir dann nächstes Mal nochmal, das Upgrade-Version. Gesundheit! Gesundheit! Und dann kommt dieser Deckel quasi dann nachträglich rauf, weil du oben dann drunter die Mutter hast, wo du es festziehen kannst. Und somit kannst du jedes Mal den Deckel einwandfrei tauschen. Ganz wichtige Nummer. Okay, bei uns kostet der Satz 350 Euro, komplett für alle vier, inklusive Versand. Und wie gesagt, Montageanleitung, ihr habt es jetzt gesehen, wie es jetzt abläuft, brauchen wir eigentlich nicht dazulegen. Wie gesagt, wenn es Fragen gibt, einfach per Mail schreiben. Einfach schreiben, passend auf alle OZ-Felgen. Wir machen die ausschließlich nur für OZ-Felgen. Gibt es natürlich für andere Felgen auch, aber wie gesagt, hauptsächlich für Ultra, Super Turismo, Leggera und so weiter und so fort. Einfach durchschreiben und dann erstellen wir euch einfach ein individuelles Angebot. Ja, und somit schauen dann auch, wenn man das Auto guckt, so schauen die Felgen dann jetzt am Auto aus. Und wenn man dann da diesen Centerlock dann verbauen würde, sag ich jetzt mal, hast du dann eine viel geilere Optik dann. Weil das Ganze natürlich extrem aufwertet. Ich werde es jetzt wahrscheinlich nicht draufschrauben können, weil ich ja hier hinten drauf den Muster. Ja, ich kann das nicht zeigen. Das geht natürlich nicht, weil ich die Nabenkappe drin habe. Aber optisch gesehen ist das natürlich schon eine extreme Aufwertung von einem Centerlock. Ja? Und beim Beziehen im Rot schaut es gar nicht so schlecht aus. Gut, rot, rot geht immer.
Aber roter GT geht nicht mehr, haben wir jetzt festgestellt. Ne? Nein? Also roter GT ist nicht laufen. Ist kein anständiger Roten. Sollen wir das mit einfließen lassen heute in das Video, mal kurz, weil das ist ja eh, brauchen wir nicht extra Video machen. Ja. Ne? Wir haben heute mal kurz ausprobiert, das Felgendesign, mal mehr auf Performance-Optik in Anführungszeichen. Wir könnten jetzt natürlich noch höher, das ist jetzt eigentlich unsere hohe Einstellung in Anführungszeichen, also wir könnten noch höher. Wir haben ja noch genügend, wir sind jetzt Anschlag unten, wenn man jetzt reinschaut, können wir gerne reinfilmen, das ist die 60-170, so wie es im TÜV-Gutachten steht. Das ist jetzt komplett maximale Tiefe unten, also schaut nicht ganz schlecht aus, sage ich jetzt mal. Und vorne hätten wir auch noch, ich glaube, ja, sehe ich jetzt bloß nicht hin. Ich glaube, was haben wir da Restgewinde von Simon? 3,5 cm. Haben wir jetzt ein Restgewinde. Sturz ist jetzt auf Mittelstellung. Das heißt, wir fahren jetzt maximal 1,2 Grad Sturz. Könnten natürlich sturztechnisch mehr geben. Wollten wir jetzt aber nicht, weil es ja in Anführungszeichen unsere Wintereinstellung ist. Und warum Wintereinstellung? Dann gehen wir jetzt auf die andere Seite. Weil das sind jetzt die 20er Ultraleggera 8,5x20 ET45 in Schwarzglanz mit 235 3020. Da machen wir jetzt dann sowieso im Frühjahr, dann wenn die EMS-Aktion vorbei ist, machen wir OZ-Aktion, machen wir Felgenaktion bei uns. Da geht es weiter mit MB, mit Rafa, mit OZ, allen Felgenherstellern, was wir an unserer Felgenwand haben. Und mit der werden wir dann definitiv, sage ich jetzt mal, eine kleine Aktion machen, komplett Räder. Mit Reifen, mit zusammen fertig montiert, mit Centerlocks oder ohne, wie der das haben will. Ja, deswegen Wintereinstellung, wo ich gesagt habe, drüben sind ja Sommerreifen, aber das sind jetzt Winterreifen. Unsere IT-Wheel, so wie nennt man die? IT-Elena. IT-Elena, ja, weil das soll ein L sein, dann das T. Nee, die Bezeichnung ist Elena. Elena. Die hübsche Elena. Okay, sei dahingestellt. Aber ist Elena. Das ist jetzt Wintereinstellung in Anführungszeichen. Sieht man jetzt eh, wir sind jetzt eigentlich ja, optisch fast wieder hinten nochmal einen Zentimeter tiefer sogar. Schweller sieht man wieder, ist hinten natürlich höher als vorne. Ja? Von daher, wir könnten hinten jetzt natürlich höher gehen, aber dann werden wir noch zu keilen. Ich finde eigentlich, dass es vom optischen her stimmig ist. Und so lassen wir es jetzt auch. Das ist jetzt unsere Wintereinstellung mit der 8x19 ET50 mit 225, 35, 19 Hankook Winter. Ja, weil bei uns wird es jetzt schon Winter. Heute ist zwar noch ein sonniger Tag, aber jetzt wird es dann Winter. Du könntest noch ganz kurz da was zu sagen, weil ja so viele gesagt haben, das ist keine TÜV-Einstellung, das haut ja gar nicht hin. Doch. Wir haben ja genug Bodenfreiheit. Doch. Ja, das reicht ja locker. Ja, das ist so eingetragen, das ist jetzt die 8x19 mit dem 225 Reifen. Das ist jetzt definitiv so eingetragen. Wir haben diese 7 cm auf Plastik und bewegliche Teile. Wir brauchen 8 cm auf feste Teile wie Auspuff und Konsorten. Und das ist definitiv gegeben. Verschränktest, alles überstanden. Fahrzeug wird quasi vorne links, hinten rechts oder umgekehrt auf der Rampe komplett verschränkt, eingelenkt und gefedert. Und dann muss immer noch ein Meterstab, wenn er so über Kreuz ist, sind ungefähr, ja, so, keine Ahnung, 14 mm oder so, muss da noch Luft sein. Und das ist definitiv gegeben. Gut. Von daher. Aber wie gesagt, wir zeigen ja immer das Maximale. Und wenn jemand dann irgendwas extremer haben möchte, wollte man natürlich damit zeigen, dass man das auch natürlich extremer haben kann, wenn man das möchte. Also es hätte ja keinen Sinn gemacht, wenn man jetzt ein 8er GT das erste Mal gezeigt hätte mit den Felgen und hätte man das Ding dann 5 cm höher gemacht. Ich hätte gesagt, ja okay, das kriege ich bei KW auch. Ja, kriegst du auch bei uns. Ihr kriegt ja original KW-Produkte auch bei uns. Aber ihr könnt trotzdem in gepfeffert Clubsportfahrwerk oder Variante 2 oder mit Sturzumlage oder ohne Sturzumlage eine mehr Tiefe erreichen. Man müsste ja diese Tiefe nicht einstellen, deswegen haben wir ja Gewindefahrwerk. Also die Zeiten von festen K und W-Federn und Koni-Dämpfern ist mittlerweile vorbei, seit ungefähr 25 Jahren. Gutachten ist im Machen? Ha? Gutachten ist im Machen für einen Golf? Ich habe das Auto jetzt gestern von KW geholt, weil das Auto jetzt in der Mache ist mit TÜV-Gutachten. Bei uns gibt es dann Variante 2 und 3 mit und ohne verstellbare Sturzumlage. Optional natürlich mit einem HLS-Kit, der sowieso ein Universalgutachten hat. Und gestern habe ich ihn abgeholt. Das Gutachten wird jetzt fertig geschrieben. Das wird noch ein bisschen dauern, bis das dann fertig ist. Es dauert jetzt in der Corona-Zeit. Corona immer das Unwort, das beschädigt heuer unsere ganzen Lieferzeiten und alles Mögliche. Schränkt uns extrem ein, aber trotzdem in der Mache. Können aber trotzdem die Farbe jetzt schon eintragen, weil wir ein sogenanntes Übergangsgutachten oder Datenblatt, wie man es nennen will, oder Personenabnahme eintragen. Und bei uns sowieso möglich. Also, Messeaktion haben wir auch aktuell noch. Also, wer Lust hat, kann sich jederzeit gerne bei uns entweder telefonisch melden oder natürlich per E-Mail. Und dann ist der Dominik oder ich, je nachdem, immer für dich oder dich erreichbar. Okay? Also, haben wir es wieder. In diesem Sinne, macht es gut. Servus, Habadieri.